Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Psychonauts. Immer noch nach wie vor der erste Teil, der zweite wird definitiv irgendwann auch noch von mir Let's Played. Ich muss noch warten, bis gewisse Embargo-Sachen erledigt haben. Und ich wollte was googeln, denn mir wurde zugetragen oder ich habe gehört, es soll ein gruseliges Easter geben. Und das will ich doch mal ganz kurz wissen. Psychonauts Easter Egg. Oh, hier Creepy Easter Egg. Falls ich es nicht schon gefunden habe. So, Ton ist noch aus, das ist nach wie vor ganz gut. Jetzt die Frage, was müssen wir dafür machen? Warning, pretty creepy Easter Egg erhöht. Ja, okay, das ist ja bewusst. Okay, wir müssen also bei dem Kopfgedanken-Dings bei der Party-Dame wieder rein. Ach nein. Sprich das nicht an. Das ist doch. War ich da nicht schon? Ach so, warte mal. In der Box. Ach du Sch. Das war's. Zur Hölle. Okay, da gehe ich später drauf ein. Das will ich euch zeigen. Okay, das ist aber einfach nur Deko, ne? Da können. Kann uns nichts passieren, okay. Ist ja cool. Okay, das zeige ich euch auf jeden Fall gleich. Aber das ist ja mal mega gruselig. Für, also. Na gut. Aber weiter geht's. Autsch! Milch für dich! Ich sollte vielleicht. Oh, bitte schießen das hier und. Ach, kann das mal bitte. Das Auge Gottes! Oh, Konfekt für dich! Das Auge Gottes! Genug! Jetzt kratze ich dir die Augen aus! Okay. Ha! Wie denn? Genau deshalb trage ich ja die Brille. Schön! Dann mache ich eben das. Hoffentlich kannst du im Dunkeln sehen. Ich kann das nämlich! Konfekt für dich! Keine Milch für dich! Moment, da. Konfekt! Oh! Da ist sie. Keine Milch für dich! Oh! Hip! Hip. Stirb! Milch für dich! Oh! Die Schachtel gibt's gratis! Konfekt für dich! Oh, oh. Oh. So, im Dunkeln besiegt. Und das ist echt knapp, Leute. Was hast du getan? Ihr wacht auf! Keine Ahnung übrigens, was ich da aufgesammelt ich bin der habe. Milchmann. Meine Milch ist köstlich. Und das Meer färbt sich weiß von seinem Zorn. Oh. Okay. Ich bin der Milchmann. Meine Milch ist köstlich. Heute Sonderlieferung. Ach du Scheibengeister. Ich bin der Milchmann. Meine Milch ist köstlich. Void?
Bist du okay? Zeit für die letzte Lieferung an diese Adresse. Hey, ist das jetzt normale Milch? Oder die mit den explodierenden Träumen? Sie ist angereichert mit dem, was die Welt will. Was die Welt verdient. Bist du sicher, dass du nicht darüber reden willst, Boyd? Irgendwas freigeschaltet. Zeit für die Milchlieferung. Okay. Anscheinend haben wir gerade was ganz gut. Achso, ja, genau. Ich wollte noch ganz kurz gucken. Ach, das können wir nur. Ja, dann ganz schnell. Bevor er nämlich drin ist. So, spuckt er mich da aus? Oder was? Boyd? Okay. Hier kannst du nur noch alle Spinnweben und Trugbilder sammeln und die ungeöffneten Schatzkammern leeren. Okay. Schatzkammern? Warte mal. Setze reicht Riesatz ein, um den... Ja, okay. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich glaube, Schatzkammern ist damit gemeint, wahrscheinlich das hier. Ja, genau. Das haben wir aber schon. Was ich eigentlich herausfinden wollte, was wir da zuletzt eingesammelt haben. Aber anscheinend werden wir das nicht herausfinden. Super schade. Und uns fehlt wirklich nur noch ein Ding übrigens, ne? Dann haben wir alles durch. Meine Milch ist köstlich. Hey Boyd, warum versuchst du das Irrenhaus abzufackeln? Ich bin der Milchmann. Mein Auftraggeber will, dass ich diese Milch liefere, um hier alles reinzuwaschen. Ich sorge dafür, dass keine Beweise übrig bleiben, außer Milch natürlich. Ich werde nicht ruhen, bis die letzte Milch ausgeliefert ist. Hey Boyd, warum versuchst du... Hey Boyd, meine Milch warum versuchst du das Irrenhaus abzufackeln? Meine Milch ist köstlich. Hey Boyd, warum versuchst du das Irrenhaus abzufackeln? Ich bin der Milchmann. Mein Auftraggeber will... dass ich diese Milch liefere, um hier alles reinzuwaschen. Ich sorge dafür, dass keine Beweise übrig bleiben, außer Milch natürlich. Ich werde nicht ruhen, bis die letzte Milch ausgeliefert ist. Okay. So, wir haben hier alles zwar durch, das weiß ich. Ja, wisst ihr was, dann brauche ich auch hier gar nicht hoch. Du musst die letzte Lieferung abgeben. Ja gut, hier komme ich nicht mehr rein. Ist zwar schade, aber dann setzen wir mal aufs Riesalz. Mann, das... Ja. So. Na, ja, wie dem auch sei. Hey Boyd, warum versuchst du das Irrenhaus abzufackeln? Ich bin mein Auftraggeber. Ich sorge dafür, dass keine Beweise übrig bleiben, außer Milch. Na super. Also wir können ihn davon nicht abhalten, mit anderen Worten. Natürlich. Und wir haben die goldene Uhr. Das Gefäß passt nicht in meinen Rucksack, aber wenn ich das Gehirn raushole, das lässt sich bestimmt gut zusammenquetschen. Das Gefäß passt nicht in meinen Rucksack. Kann mich nicht gut festhalten. Keine Sorge, Franke. Ich lege es gleich neben Kittys. Okay, dann ist alles in Ordnung. Ausgezeichnet, das Gehirn eines anderen Kadenten. Wenn du es fortcrawler zu rekop
Rekopierierung, Gottes Willen, bringst, erhöht sich dein geistiges Gesundheitspotenzial. Okay. Jawohl, ich habe ein Gehirn. Endlich, dann rauscht es nicht so in den Ohren, wenn der Wind bläst. Nein, ich meinte doch, ich habe ein gestohlenes Hirn gerettet. Oh Himmel, ich wusste ja, was du meinst. Du und Sascha, ihr seid so humorlos im Einsatz. Also, kommst du jetzt her, damit wir die Nudel rekopieren können, solange sie noch al dente ist? ich glaube, besser ist anscheinend. Dann, ja, warte mal, kann ich dann einfach... Okay. Ich muss ins Hauptquartier. Ich muss mich beim Hauptquartier neu sammeln. Roger, vorbereiten zur Extraktion. Gut, das funktioniert. Es ist aber schön, dass es halt nicht mehr so rauscht. Ich, also ganz sorry, also da musste ich jetzt selber sogar mal drüber lachen. Das war auch einfach lustig. Das ist nicht mehr rauscht. Gut, aber nein und Wie gut, dass du das Hirn dieses Kindes gefunden hast. Es kann jetzt nicht nur wieder fühlen und denken, sondern auch seine unbewusste mentale Aufmerksamkeit auf dich lenken, wodurch sich dein geistiges Gesundheitspotenzial verbessert. Das klingt toll, aber ist dieser Eingriff nicht gefährlich? Mit dem richtigen Werkzeug ist gar nichts gefährlich, wenn es auch eine schöne Sauerei gibt. Und deswegen ist sie praktisch gesehen nicht meine Freundin. Obwohl sie ein Mädchen ist und wir gute Freunde sind. Nun, eines kann ich dir sagen. Mein Vater wird mich nie wieder in dieses Lager schicken. Wo ist Kitty? Ach egal, ich finde sie schon. Agent Crawler? Wie ist die aktuelle Lage? Ich bin wieder einsatzbereit. Ich bin wieder einsatzbereit. Okay, mal sehen, ob ich mich erinnern kann, wo du gewesen bist. Ah, sehr schön. Er packt uns dann immer da raus, wo wir im Groben waren. Ist zwar schön und gut, aber es ist halt nicht perfekt. Nichts kann mich vom Auftrag ablenken. Ich werde erst ruhen, wenn ich die Milch geliefert habe. Hey, Boyd. Warum versuchst du... Nichts kann mich vom Auftrag ablenken. Ich werde erst ruhen, wenn ich die Milch geliefert habe. Ja, auf jeden Fall. Nichts kann mich vom Auftrag ablenken. Ich werde erst ruhen, wenn ich die Milch geliefert habe. Ach, hier ist noch ein Hirn. JTs Hirn? Wie ist dieser Mustang aus dem Korall entkommen? Warum knutscht er diese Hirne ab? Das macht gar keinen Sinn. Sorry, Leute, aber das ist doch... Ah, schwierig. Ah, okay, cool. Ach so, wir sollen jetzt quasi... Ja, okay. Wir sollen quasi unser Hirn anstrengen, um andere Hirne zu finden. Noch eins. Kittys Gehirn. Ich sag das nicht gern. Aber es ist gepflegter als die restlichen Hirne hier. Gott, man könnte fast schon behaupten, dass sie so eine Art... Na, ihr wisst schon was haben. Danke, danke euch alle. Ihr seid alle so lieb. Ihr macht mich ja so glücklich. Oh, du hast meine alte Trophäe gefunden. Ich sollte sie wirklich wegsperren, bevor sich noch jemand an dem glitzernden, clownartigen Metallding da oben verletzt. Willst du die Geschichte hören, wie ich diese Trophäe errungen habe, mein Junge? Die hört sich an, oder die willst du sie mir wegnehmen, weil du denkst, ich habe sie nicht verdient? Nein, nein, sie verdienen sie. Ich habe dir nichts weggenommen. Ich wollte niemals berühmt sein. Ich wollte nur geliebt werden. Hey! Was? Du solltest doch tot sein! Ah! Ja, Medusa für Arme. Das heißt... Boah.
Meine Trophäe! Sie will mich verlassen! So, wie alle anderen hier. Zurück an deinen alten Platz, Freund. Niemand verlässt Gloria von Guten. Das war jetzt aber nicht die Lösung. Dorn, lass hier mal. Oh, mich dünkt, irgendetwas stimmt hier nicht. Okay. Lass mir es gut sein. Ja, dann packe ich erstmal das Schießen wieder drauf, ne? Ja. Können wir hier... tatsächlich. Oder auch nicht. Leute, ich muss aber mal ganz kurz wohin. Die Natur ruft. Ich bin gleich wieder da. Oh. Allerdings, wenn ich sowas sehe, das vergesse ich doch sonst wieder. So. Von daher, bis gleich. Kurzer Cut. Also, merkt ihr nicht mal. So, habe ich gesagt, dass ihr es nicht merkt? Oder habe ich es gesagt, dass ihr es nicht merkt? War jetzt nämlich gerade ein Cut, aber... Auch gleichzeitig kein Cut, ne? So. Mir dünkt aber, dass ich hier nicht weiterkomme an der Stelle. Und ich deswegen an anderer Stelle weitermachen muss. Deswegen. Hä? Ich muss mich beim Hauptquartier neu sammeln. Roger, vorbereiten zur Extraktion. Wir haben schließlich zwei Gehörner jetzt. Mal sehen, was er dazu sagt. Ach, das sind diese Hightech-Gehirnwechsel, würde ich mal behaupten. Womit er dann quasi dafür sorgt, dass... ja, okay. Ich verstehe schon. Gut, und jetzt? Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, hoffen wir auf das Beste, rechnen aber mit dem Schlimmsten. Es gibt nur eins, was mich jetzt noch aufmuntern kann. Pediküre, bis bald. Und deshalb benötige ich deine Hilfe ganz besonders. Genug geredet. Ich gehe jetzt lieber mal nach dem Rechten sehen. Bewach die Frauen und Kinder. Hey, ist mein Ombre schon auf den Beinen? Noch nicht, aber bald. Ich hoffe nur, er ist nicht sauer, weil ich mich so dämlich benommen habe. Agent Crawler? Wie ist die aktuelle Lage? Ich bin wieder einsatzbereit. Okay, mal sehen, ob ich mich erinnern kann, wo du gewesen bist. Okay, er setzt uns immer hier unten ab. Ich fürchte fast schon, dass es Absicht ist. Aber gut. Übrigens sind wir tatsächlich hiermit schneller unterwegs, Leute. Oh. Ach, so ist der Ruhm. Sengend heiß in einem Augenblick, erkaltet im nächsten. Okay. Attacke! Nein, wartet! Hört nicht auf ihn! Rückzug! Sei still, du Narr! Wir haben gesiegt! Wellington ist auf der Flucht! Das ist unsere Stunde des Triumphs! Ach, halt's Maul, du Idiot! Die Schlacht kann nicht gewonnen werden! Wir werden verlieren! Verloren hast du schon längst, Fred. Und jetzt sei gefälligst still! Ich bin hier der Aufseher und ich leite ein ruhiges, beschauliches Irrenhaus. Verstanden? Siehst du? Du hast Mr. Tagleys Kunsttherapiesitzung gestört. Haha! Le jour de gloire est arrivé! Wie du meinst. Hey, wie wär's mit einer Pause? Ich brauch mal ein Nickerchen. So, mal sehen, was wir hier so finden können. Wie Chloe das Hirn durch den Helm genießt hat, werden wir nie erfahren. Nö. Aber immerhin hat sie es jetzt wieder.
Ich frage mich, was... Ich sollte mal Lucien rasch Mikael bringen, damit er es beschützen kann. Ich frage mich gerade, wie es zur Hölle, also das Ganze hier, wie das noch Sinn macht, diese Stangen, wenn man doch diese Fähigkeit hier hat. Weil ihr seht ja, wie hoch wir einfach hüpfen damit. Auch wenn es nicht gerade kontrolliert ist. Aber wenn man es dann einmal beherrscht, kann man eigentlich alles hier so gut wie geht umgehen. Renn darüber und piek den Typ mit einem Gewehrmesser-Dings. So. Ah. Ah, hab ich mir schon fast gedacht. Chops, was ist denn los, Mann? So. Dieser ist unser. Ich würde sagen, das haben wir hier alles. Was? Ich grüße Sie, Dr. Lobota, Bota. Rauf zum geheimen Labor, ja? Augenblick mal. Du bist nicht Dr. Lobota. Ich mag halb blind sein. Doch den verrückten Doktor würde ich überall erkennen. Er hat dieses eiskalte Gesicht. Das vergisst man nicht. Er trägt einen bestialischen Frack. Mit dicken Streifen, wie ein elektrischer Stuhl. Und wo er eine Hand haben sollte, sieht man nur eine Klaue aus glitzerndem Metall. Wenn ich mich nicht sehr irre, bist du nicht Dr. Lobota und zahlst mir kein Gehalt. Also weg von meinem Lift und stirb. Ich danke Ihnen, Sir. Ich bin der Oberbefehlshaber. Du musst mir gehorchen. So sind... Oh, macht nichts. Ich bin's gewohnt, geschlagen zu werden. Verzeihung, Sir? Mein Name ist Napoleon Bonaparte. Oh, Verzeihung, Mr. Bonaparte? Psst, ich denke nur, ich sei Napoleon Bonaparte. Hör nicht auf den Schwächling. Er verleugnet die Ahnen, so sehr fürchtet er sie. Hübsche Jacke. Zwanghaft schön. Willst du sie haben? Kannst du. Du musst nur diese Riemen am Rücken öffnen und... Was soll denn das? Die Uniform der Armee ist eilig. Wir tragen sie stolz bis zum Ende der Schlacht. Hilf mir. Warum arbeite... Macht nichts. Ich bin's gewohnt, geschlagen. Macht nichts. Ich bin's gewohnt, geschlagen zu werden. Bloß weil ich dich nicht sehe, lasse ich dich noch lange nicht aus den Augen. Allons, enfants! Gut, aber mal gucken, was hier los ist. Oh, lol. Was malst du da? Das ist mein Patron, mein Psychiater, mein Vormund. Sieht aus wie Dr. Lobota. Ist er es, der dich angekettet hat? Der Doktor meinte, ich müsste erst meine Behandlung beenden. Warum malst du dein Bild nicht fertig und gehst nach Hause? Warum male ich nicht? Wow, siehst du? Manchmal muss man nur... Huh? Du hast das Gesicht mit einem Stierkampf übermalt. Warum Stierkampf? Huh? Edgar, warum hast du... Jedes Mal das Gleiche. Der Matador, der Stier, wie ich euch beide verachte. Aber meine Hände lassen euch nicht gehen. Deshalb bin ich hier an mehr Ketten gebunden, als du siehst. Ein Gefangener der Kunst. Ja, ein Gefangener der Kunst, ja. Also, ich muss jetzt wieder runter. Geht's? Es geht. Durch mir kommt gerade ein Gedanke. Und zwar so 2-3 Stück. Moment. Nicht. Gut, dann würde ich sagen, bevor ich irgendwie länger überlege, ja, machen wir das mal. Aha, komm, Speck. Hä? Ich muss mich beim Hauptquartier neu sammeln. Die drei zurückbringen, Roger, und dann gleich wieder hierher. Vorbereiten zur Extraktion.
Weil mir kommen gerade so zwei, drei Gedanken, die ich noch durchgehen kann. Also nicht hier von den Figuren, sondern von dem Spiel her. So, aber damit sind schon mal wieder drei weniger, die ich noch sammeln muss. Ja, ich habe ein Gehirn. Gut, und jetzt? Und deswegen stecken wir jetzt echt in Schwierigkeiten. Ich finde, es ist Zeit, dass unserem lieben Coach etwas Böses zustößt. Gut, ich werde dir unseren Plan erklären. Bitte, du hast deinen Plan, ich hab meinen. Aber... Genug geredet. Aus Ende. Also, der Plan sieht so aus. Ich schnappe mir das Funkgerät vom Coach und rufe Hilfe. Super, eine ausgezeichnete Idee. Warum kann nicht jeder so gute Ideen haben? Genau, ich habe die Antenne umgebaut. Sie schickt das Signal jetzt in den Weltraum. Oh Mann. Und deswegen war es mir besonders wichtig, gerade dein Gehirn zu finden. Weißt du, wenn JT nicht so abgelenkt gewesen wäre, wäre das sicher nie passiert. Er ist vermutlich mit dieser arroganten kleinen Tussi zusammen. Nein, ich denke, sie hat momentan andere Dinge im Kopf. Vielleicht sollte ich mal sehen, was los ist. Zumindest einer von uns sollte die Schlafräume bewachen. Agent Crawler? Wie ist die aktuelle Lage? Oh. Ich bin wieder einsatzbereit. Okay, mal sehen, ob ich mich erinnern kann, wo du gewesen bist. Ich komme wahrscheinlich wieder vorne bei der Insel raus. Nee. Sei still, Schwächling. Ah, okay. Du wagst es, dich einen Bonaparte zu nennen? Der spricht doch mal... sorry, Leute. So, dann würde ich sagen, spricht alles für eine Überraschung. Oh, wenn dir das Stück so missfällt, ein kleines Boo tut's auch. Ich würde sagen, das Projekt dauert doch noch etwas länger, als ich erwartet habe, Leute. Oder wird das jetzt hier ein Instant-Kampf? Schnitt! Hey, Kleiner! Siehst du nicht, dass wir hier ein Stück produzieren? Nö. Oh Gott! Selbst ein Kind sieht, dass ich die Kontrolle über diese Produktion verloren habe. Also, Becky, reiß dich zusammen. Kind? Schau, Kleiner, das war nicht immer so. Wir hatten eine Knallershow hier. Alle Welt liebte uns. Aber dann bekam unser großer Star Bonita Soleil Lampenfieber und schloss sich in ihrer Garderobe ein. Und jetzt wechseln wir eben ab zwischen Sonnenscheinschwindel und Horror in Heim Hagata. Oh. Genau wie der Wechsel zwischen einer Wurzelbehandlung und einem Splitter im Auge. Ignoriere Jasper einfach. Er ist bloß ein Kritiker, der zufällig recht hat. Ich werde mit Bonita reden. Sie braucht sicher nur etwas Aufmunterung. Ja, und Schauspielunterricht. Wenn du Bonita wieder auf die Bühne holst, bist du der Star meiner Show. Ach ja. Gut, wie wir es schon sehen... Ach du Heilige, okay. Das Inventar ist wieder clean. Es gibt hier schon instant sehr viel zu sammeln. Und deswegen nicht viel ab dafür. Munitionsnachschub. Sehr schön. Ach, da unten habe ich noch einen übersehen.
Na egal. Wollen wir nicht mal hier noch einklammern gehen? Hab sie! Gut, wir gehen da gleich nochmal nach. Das Trugbild hier. Diese Trugbilder hier. Hab sie! Und die Kofferanhänger. So. Das wird hier gebraucht. Ja, okay. Haben wir jetzt. Oder auch nicht. Kofferanhänger. Das wird hier gebraucht. Okay. Hab sie! Da gehen wir gleich hin. Aber zuvor noch. Okay, das ist mal eine schnelle Art, an ein wenig Ingame-Währung zu kommen. Sieht aus, als bräuchte der eine Kerze. Vielleicht komme ich später wieder, wenn er wach ist. Er sieht zu fies aus zum Wecken. Ja gut, so können wir es auch vermasseln. Aber ich habe jetzt gerade die Tasche gefunden. Sehr schön. Da hat die auf jeden Fall schon mal ihr Etikett und somit haben wir hier nicht mehr allzu viel zu tun. Außer halt nochmal hochzuklettern in der Hoffnung. Oder, warte mal, wisst ihr was? Hier kommt gerade eine fantastische Idee mit der Ego-Perspektive. Aber erstmal. Nee, da haben wir alles. Sprich, oder? Nee, da oben, ich sehe es doch. Und wenn man es halt versammelt, ne?
Habe ich das doch falsch gesehen? Ah, jedenfalls müssen wir so oder so hier oben hin. Also, ich ziehe ab dafür. Ah, gut, das spricht für sich. Okay, was haben wir denn eigentlich noch aktuell im Inventar? Okay, das ist der normale Koffer. Wollen wir hier reingucken. Hey! Ich nehme an, sie will jetzt wirklich niemanden sehen. Hey! Ich nehme an, sie will jetzt wirklich niemanden sehen. So, wie beim anderen Ding schon. Ich nehme an, sie will jetzt wirklich niemanden sehen. So schnell wie möglich und so viel wie möglich sammeln. Das ist gerade meine Devise. So, haben wir alles? Schaut's aus. Entschuldigung, Miss Soleil. Wie ich hörte, fühlen Sie sich nicht gut und ich wollte nur sagen, was immer Sie durchmachen, Sie sind nicht allein. Ich war früher selbst Künstler und ich weiß daher, wie hart es ist, wenn... Kleiner, siehst du nicht, dass ich versuche, zu mir zu finden? Oh, Entschuldigung, ich bin auf der Suche nach Bonita Soleil. Die persönliche Muse von Gloria von Guten? Ihrem Sonnenschein? Den Geist ihrer Jugend, ja. Das bin ich. Was willst du? Ein Autogramm? Ich bin beschäftigt. Auf der Bühne wartet alles auf ihren großen Auftritt. Auf der Bühne wartet alles auf ihren großen Auftritt. Spiele ich das nicht richtig, oder was? Ich versinke in einem Sumpf von Selbstmitleid. Warum bringe ich das nicht rüber? Soll ich mehr mit den Händen arbeiten? Nicht raus. Also gehen Sie nicht raus auf die Bühne. Hast du gesehen, was für Stücke wir hier spielen? Diese ätzenden Verschnitte von Glorias schrecklichem Leben. Wie soll ich denen denn Leben einhauchen? Hör zu, die Bürde, der einzige Lichtblick in diesem Theater zu sein, ist einfach zu viel für eine schöne, strahlende und mitreißende Muse, weißt du? Gibt es keine Chance, sie auf die Bühne zurückzuholen? Für ihre Fans. Wenn du mir hilfst, damit ich nicht der einzige Lichtblick auf der Bühne bin. Ich schalte den Scheinwerfer an. Das könnte klappen. Aber du brauchst eine Kerze. Ich denke, im Lagerraum könnte noch eine herumliegen. Wenn du eine Kerze in einen Scheinwerfer steckst und anzündest, gebe ich der Show eine letzte Chance. Aber ich kann nichts versprechen. Und sind Sie bereit für Ihren großen Auftritt? Hast du im Scheinwerfer schon eine Kerze angezündet? Nein, aber ich mache es gleich in, 5 Minuten, Miss Soleil. Danke, Söhnchen. Und wer weint da? Oh, sorry. Hey, könnten wir die Tränendrüsen mal kurz abwürgen? Danke, das kam vom Band. Dient der Konzentration. Ich lasse Sie dann mal lieber allein. Sie haben ja noch einiges zu weinen. Danke. Also, wo war ich? Das ist mal herrlich verschoben. Ich finde das prima, solche Sachen, Leute. Ich sag's ja immer wieder. So. So, den Koffer auf jeden Fall mal sein Etikett geben. Ach ja, Leute, es ist halt... Was? Es ist halt schon 39 Minuten wieder. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Es dauert ja noch einen Augenblick, bis ich hier alles habe. Und von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars, haut rein. Und ciao.